Spektra, der Podcast zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit. Arbeiten, einkaufen, News lesen, Videocalls, gamen, Serien schauen. Ein Leben ohne Internet können wir uns kaum mehr vorstellen. Stundenlang tauchen wir ab ins World Wide Web. Die Grenzen zwischen Online- und Offline-Welt sind inzwischen fließend. Und real ist nicht nur das, was offline geschieht, sagt Medienpsychologin Isabel Willemse. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist keine klare Grenze. Unser Gespräch jetzt findet über das Internet statt und dennoch ist es ein reales Gespräch. Durch wann wird die Nutzung des Internets problematisch? Bis wohin steuern wir unseren Internetkonsum und wann beginnt das Internet oder das Gerät uns zu kontrollieren? Die rasanten Entwicklungen des Internets stellen uns ständig vor neue Herausforderungen. Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit verfolgt deshalb eine Gruppe von Expertinnen und Experten aus der Suchthilfe und Prävention Entwicklungen in diesem Bereich und veröffentlicht diese regelmäßig in einem Bericht. Der neueste Bericht ist Ende 2020 erschienen. Über die Ergebnisse sprechen wir mit Projektleiter Cedric Storz vom Fachverband Sucht und mit der Medienpsychologin und Dozentin Isabel Willemse. Sie ist Teil der Expertengruppe, die den Synthesebericht begleitet hat. Willkommen zu Spektra Podcast. Der Synthesebericht zur problematischen Internetnutzung dokumentiert und beurteilt die Entwicklungen im Bereich der problematischen Internetnutzung oder auch internetbezogene Störungen in den Jahren 2018 bis 2020 in der Schweiz. Als Ergebnis wurde vom Fachverband Sucht und GREA ein Synthesebericht veröffentlicht. Hintergrund für diesen Bericht ist ein Postulat von der ehemaligen Ständerätin Erika Forster-Vanini vor rund 10 Jahren. Es verweist auf das Gefährdungspotenzial von Online-Medien, wenn diese exzessiv genutzt werden. Der Bundesrat teilte diese Bedenken, sagt Wally Achtermann vom BAG. Sie ist stellvertretende Leiterin der Sektion Wissenschaftliche Grundlagen und co-verantwortliche Monitoring Sucht und NCD. Seit 2013 beschäftigt sich eine Gruppe von Expertinnen und Experten mit diesem Thema und publiziert im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit periodisch den erwähnten Synthesebericht. Der Synthesebericht stützt sich bei der Dokumentation und Beurteilung der problematischen Internetnutzung zum einen auf die Einschätzung einer Expertengruppe, zum anderen auf Fachliteratur und auf die in der Schweiz erschienenen epidemiologischen Daten. Was ist genau mit dem Begriff problematische Internetnutzung gemeint? Dazu war die Achtermann vom BAG. In der Tat hat sich in den letzten 10 Jahren eine Vielfalt von Begriffen entwickelt. Problematische Internetnutzung, Kaufsucht, der exzessive Gebrauch von Social Media, Geldspielsucht oder süchtig nach Online-Gamen und Gambling, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Vielfalt ist normal, denn es handelt sich ja bei der Online-Sucht um ein relativ junges Phänomen. Wenn es aber darum geht, Ausmaß, Umfang und Art der Problemlasten zu erfassen, ist es matchentscheidend, die beobachteten Online-Süchte präzise zu beschreiben. Die WHO hat hier einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht. Im weltweit anerkannten Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen ICD werden ab 2022 die Gambling Disorder, das ist das Geldspiel, oder neu auch die Gaming Disorder, das ist das Videospiel, als eigenständige Krankheitsbilder beschrieben. Das ist ein Erfolg, sagt Achtermann, aber noch nicht das Ziel. Der Forschungsbedarf sei groß, das unterstützt auch Cedric Storz vom Fachverband Sucht. Er hat zusammen mit Celestine Perisinotto von GREA die Expertengruppe geleitet. Fakt ist, dass die problematische Nutzung des Internets zu einem schädlichen Verhalten und gar zu einer Suchterkrankung führen kann. Dazu Cedric Storz vom Fachverband Sucht. Eine Person mit einer problematischen Internetnutzung, und da sind sich die Expertinnen und Experten mittlerweile einig, ist nicht vom Internetsüchtig, sondern lebt eine oder vielleicht auch mehrere Verhaltenssüchte wie Social Media Sucht, Geldspiel, Kauf, Pornosucht oder Gaming Sucht im Internet aus. Heute ist unbestritten, dass die problematische Internetnutzung nicht nur selbst als komorbide Störung auftritt, sondern dass sie auch für die Entstehung von anderen Erkrankungen verantwortlich ist.
Verschiedene Studien in der Schweiz weisen das gemeinsame Auftreten von anderen Symptomen nach, zum Beispiel depressive Symptome, suizidale Phasen, erhöhte Ängstlichkeit, Aufmerksamkeitsdefizit oder Hyperaktivitätsstörungen. Die Expertinnen und Experten stellen in ihrer klinischen Praxis außerdem fest, dass problematisches Online-Verhalten zu einem Symptom von verschiedenen Krankheiten geworden ist. Wichtig zu sagen ist, dass ein problematisches Verhalten nicht oder nicht allein durch die Anzahl Stunden vor dem Bildschirm definiert wird. Der Faktor Zeit allein kann nicht aussagen, ob das Verhalten problematisch ist oder nicht, sondern es ist immer auch im Kontext zu sehen. Also wie verändert sich mein Verhalten in der Schule oder im Alltag mit meinen Freunden? Denke ich am Morgen, wenn ich aufstehe, als erstes daran, noch dieses Level oder dieses zu schaffen oder dieses Bild zu schießen und zu posten? Man muss stets mehrere Faktoren einfließen lassen bei der Beurteilung, ob eine Person problematische Internetnutzung hat oder nicht. Wie stark sind denn Schweizerinnen und Schweizer von einer problematischen Internetnutzung betroffen? Es wurden 3,8% der Bevölkerung ab 15 Jahren, also umgerechnet ca. 270.000 Personen, benannt mit einer problematischen Internetnutzung. Und dort sind die jüngste erfasste Kategorie, also die 15- bis 24-Jährigen, mit 11,2% die Altersgruppe mit der deutlich höchsten Prävalenz. Jugendliche sind also besonders häufig betroffen. Sie erleben die positiven wie auch die negativen Aspekte des Internets intensiver als Erwachsene. In der EU Kids Online-Studie gab fast ein Viertel der befragten Kinder zwischen 9 und 16 Jahren an, dass sie im letzten Monat vergeblich versucht haben, weniger Zeit online zu verbringen. Bei den 15- bis 16-Jährigen litt fast die Hälfte mindestens einmal pro Woche unter negativen Folgen einer zu intensiven Internetnutzung. Problematisch wird dies für diejenigen, die häufig mehrere negative Folgen erleben. Das ist bei knapp jeder zehnten Person der Fall. Warum Jugendliche besonders häufig betroffen sind und weshalb das Internet auf uns eine so starke Anziehungskraft ausübt, das möchte ich später in dieser Episode von der Medienpsychologin Isabel Willemse wissen. Zuerst gibt Cedric Storz weitere Einblicke in die Ergebnisse des Syntheseberichts. Eines der wichtigsten Erkenntnisse ist bestimmt, dass Frauen und Mädchen, obwohl sie eigentlich eine ähnliche Prävalenz, also ähnlich oft betroffen sind von internetbezogenen Störungen, sehr viel seltener in den spezifischen Versorgungssystemen auftauchen und fast ausschließlich männliche Patienten dort betreut werden. Und da muss man sich überlegen, weshalb das so ist. Da gibt es eigentlich zwei Hypothesen. Die eine ist die sogenannte Wahrnehmungshypothese, die die deutsche Untersuchung IBS-FAM nennt, dass sich die abhängige Internetnutzung von Frauen besser in den Alltag integrieren lässt, beziehungsweise von der Gesellschaft viel weniger wahrgenommen wird. Als Beispiel führen auch die Experten wiederholt die Stigmatisierung des Gamens, die mediale Präsenz der Gamesucht und der gefährlichen, schlimmen Videospiele an. Und es sind dann in erster Linie die Mütter, die sich an die zum Beispiel Suchtfachstellen richten und starkes Unverständnis für das sehr brutal wahrgenommene Gamen äußern. Und bei Mädchen denkt man dann eher, dass es vielleicht normal sein, sich für Mädchendinge wie Chatten, Fotos oder Pinterest zu interessieren. Und diese Beobachtung nach einer gendersensitiven Perspektive äußerst bedenklich sind. Eine zweite Hypothese, weshalb die Frauen und Mädchen seltener in der Betreuung auftauchen, ist die sogenannte Alternativversorgungshypothese. Und diese wurde auch bestätigt von der deutschen Studie IBS-FAM. Und da werden Frauen und Mädchen zwar behandelt aufgrund psychischer Probleme, aber nicht aufgrund einer internetbezogenen Störung, obwohl sie auch eine internetbezogene Störung aufweisen. Für die Präventionsarbeit heißt das konkret, dass Angebote so gestaltet werden, dass sich auch Mädchen angesprochen fühlen. Also vielleicht mal wegkommen vom ständig gamenden Jungen in der Bebilderung eines Flyers. Was auch sicherlich wichtig ist, dass ein verstärkter Austausch geben soll zwischen den Fachstellen, zum Beispiel für Essstörungen oder Sucht, weil eben diese Komorbiditäten vorhanden sind und hier oftmals vergessen wird, dass auch eine internetbezogene Störung Teil der Grundproblematik sein könnte.
Als eine weitere besondere Herausforderung wird die rasante technologische Entwicklung im Bereich Gaming und Gambling und der sozialen Medien erkannt. Gewisse Spiele werden von den Herstellern mit viel psychologischem Know-how konzipiert, so dass psychoaktive Elemente unter bestimmten Rahmenbedingungen zu einer Suchterkrankung führen können. Problematisch kann auch der Umgang mit kostenpflichtigen Elementen von Spielen sein. Sogenannte Mikrotransaktionen, also die Bezahlung von kleinen Beträgen für digitale Inhalte. Dazu gehören Lootboxen. Das sind virtuelle Behälter mit zufälligem Inhalt, der einen besonderen Wert für das Spiel hat. Zum Beispiel Waffen oder Gegenstände, die für Echtgeld oder Spielwährung gekauft werden können. Gemäß den Untersuchungen von EU Kids Online haben 12% der Kinder und Jugendlichen laut eigener Aussage schon zu viel Geld für Online-Spiele oder App-Käufe ausgegeben. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. In der Gruppe der 15- und 16-Jährigen haben fast ein Drittel der Jungen und 10% der Mädchen angegeben, schon finanzielle Risiken erlebt zu haben. Gerade im Bereich des Jugendschutzes braucht es stärkere Regulierungen, sagt Cedric Storz. Auf Gesetzesebene ist im Moment ein Bundesgesetz zum Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele in Beratung im Parlament. Und dort ist sicherlich vonnöten die Gefahr von suchtfördernden Elementen in Videospielen und Mikrotransaktionen zu verankern. Überdies muss auch gleichzeitig die Forschung gestärkt werden und als dritter und vielleicht auch wichtigster Punkt die Prävention sollte ihren Beitrag dazu leisten, ein möglichst gutes Gefühl den Leuten zu geben und insbesondere den Mädchen zu geben, um auch Angebote annehmen zu können, um es nicht zu einer problematischen Internetnutzung und schon gar nicht zu einer Internetsucht, wenn man es so nennen darf, kommen soll. Die Expertinnen und Experten sowie der Fachverband Sucht und Crea sehen zudem in der Präventionsarbeit eine wichtige Funktion, um mit diesen Herausforderungen umzugehen, gerade im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Immer wieder treten besorgte Eltern an Fachstellen heran, weil sie bezüglich Internetnutzung ihrer Kinder verunsichert sind. Deshalb wurde im Rahmen des Syntheseberichts ein Modell entwickelt, das Fachpersonen in der Beratung von Eltern unterstützt. Neben einem Schema, das verschiedene Aspekte der Mediennutzung darstellt, bietet das Modell auch einen Leitfaden, der für die Beurteilung von allfällig problematischer Mediennutzung nützlich ist, und eine weiterführende Linksammlung. Das Modell sowie den vollständigen Synthesebericht finden Sie auf der Webseite vom Fachverband Sucht unter dem Thema »Problematische Internetnutzung«. Oder im Beschrieb von diesem Podcast. Ich finde das Bild der Stadt so schön, gerade auch wenn man Kinder oder Jugendliche begleitet. Dann gibt es Bereiche, die gefährlich sind. Straßen zum Beispiel können lebensgefährlich sein. Es gibt Bereiche, in die lässt man ein Kind nicht. Und dann gibt es Bereiche, die sind sehr gut und sehr geschützt. Und da nimmt man das Kind an die Hand, man erklärt ihm die Regeln, wie man damit umgeht und bringt dem Kind aber auch bei, wie es sich sicher darin bewegen kann. Das ist Isabel Willemse. Sie mag den Vergleich des Internets mit dem Bild einer Großstadt, sagt sie. An der ZHW forscht sie in der Fachgruppe Medienpsychologie. Sie ist Teil der Expertinnengruppe, die den Synthesebericht begleitet hat. Als Psychologin und Psychotherapeutin arbeitet sie auch mit Jugendlichen und berät sie bezüglich Mediennutzung. Grundlegend dafür, dass Kinder und Jugendliche einen gesunden Umgang mit dem Internet finden, sei die Medienkompetenz, sagt Willemse. Es ist bis heute so, dass sehr viele unter Medienkompetenz eine technische Kompetenz verstehen. Und die